Servus, Ivo Kuscher mein Name. Herzlich willkommen auf dem Empolis Exchange. Ich habe heute die ehrenvolle Aufgabe, euch das Thema Die Mauer muss weg, Breaking the Silos, das richtige Servicewissen zur richtigen Zeit am richtigen Ort auffindbar näher zu bringen. Super interessantes Thema, super interessante Gespräche, die wir intern hatten, wie wir irgendwie dahin kommen. Ihr werdet heute im Laufe der Präsentation sehen, was wir getan hatten, vor welche Herausforderungen wir standen und ob wir die Mauer wegbekommen haben, ob die Silos weg sind oder ob wir das richtige Servicewissen zur falschen Zeit am richtigen Ort hatten. Ich werde darauf eingehen, zu mir. Wer bin ich, dass ich überhaupt darauf eingehen kann? Ich bin heute verantwortlich als Manager Field Service Fendimi bei der Akku GmbH. Fendt, das kennt der eine oder andere von Ihnen vielleicht, Fendt Traktoren, das ist meine Verantwortung, die Agriculture Products von Echo. Echo, vielleicht kennt es ein paar von Ihnen, aber im Normalfall kennt man die Konzernmarken eher weniger, sondern die Brands, die man draußen sieht. Wer ist Echo? Echo ist ein Agriculture-Unternehmen, das jetzt seit 30 Jahren gibt. Echo hat im Laufe der 30 Jahre diverse Marken in sein Portfolio aufgenommen. Dazu gehört eben Fendt, Traktoren, aber auch mit Harvesting-Produkten, beispielsweise Mähdrescher. Dann gehört dazu die Marke Challenger. Challenger, eher bekannt in Nordamerika, in Europa eher weniger. Für den einen oder anderen von Ihnen, der sich vielleicht dazu ein bisschen, ja, so eine Affinität hat, der kennt vielleicht die gelben Raupen, die da in Europa gelegentlich zu sehen sind. Das heißt so, der ein oder andere Challenger ist da schon unterwegs in Europa. Dann Massey Ferguson. Das sind die Produkte aus Beauvais in Frankreich. Massey Ferguson Traktoren und auch Erntetechnik. Ein französisches Produkt, ebenfalls aufgenommen in den Konzern. Hinzu kam Valtra. Valtra, eine finnische Marke, ganz stark im Bereich von Forest und Baumfällung etc. Sehr, sehr starke Produkte. Und wichtig zu erwähnen, unsere Grain and Protein Produkte mit GSI. Und das ist der Akku-Konzern. Mit mehreren Marken. Wie ich schon gesagt habe, ich bin verantwortlich für Fendt. Für Fendt Traktoren, genau. Fendt hat mehrere Standorte. Mehrere Produktionsstandorte in Deutschland und generell Produktionsstandorte. Wir haben einen einzigen Hauptsitz. Das ist Markt Oberdorf im wunderschönen Allgäu. In Markt Oberdorf, da sitzt der technische Kundendienst, wovon ich Teil bin. Der technische Kundendienst für Traktoren. Unsere Abteilung, unser Team, wir sind diejenigen, die jeden Tag versuchen, für unseren Handel das Beste zu erreichen. Unserem Handel zu helfen, unserem Handel zu sagen, hey, wie können wir dir entsprechende Informationen zur Verfügung stellen, dich entsprechend trainieren, um das Beste für dich rauszuholen. Unser Handel, was ca. 3700 Händler global sind, dieser Handel ist nämlich der, der jeden Tag vor unserem Endkunden steht. Vor unseren Farmern, die täglich für jeden von uns Nahrungsmittel produzieren. Die für jeden von uns jeden Tag alles geben. Und bedenkt man jetzt das Wetter in den letzten Monaten, Regen, Hitzen in Europa, dann gibt es den Moment und den Tag, wo der Farmer sagen muss, heute muss ich raus. Heute muss ich etwas tun oder etwas Konkretes. Ja? Diesen Tag gibt es. Und da muss die Maschine funktionieren. An diesem Tag müssen die Maschinen vollumfänglich funktionieren. Dafür ist unser Handel da, um zu unterstützen. Natürlich sind Fendt-Produkte Premium-Produkte, aber auch da kann mal was passieren. Eher selten der Fall, ja, aber tatsächlich kann auch da mal was passieren. Und dann ist es wirklich an der Zeit, das Wichtigste, dass unser Handel jedmögliche Informationen hat, um diesem Farmer so schnell wie möglich zu helfen, dass dieser seiner Arbeit nachkommen kann und für jeden von uns die Nahrungsmittel herstellen kann. Das ist so, was wir tun, warum wir es tun, für welche Vision wir als Akku, als Fendt, als Team Kundendienst arbeiten. Nun, unsere Abteilungsleiter im technischen Kundendienst, die sind dafür da, um den Handel zu supporten.
Nehmen wir beispielhaft irgendwelche Abteilungen. Als Beispiel unsere Garantieabteilung. Die hat herausgefunden, dass sie die beste und effizienteste Art und Weise haben mit Excel, Word und PowerPoint. Damit arbeiten sie und damit erreichen sie ihre Ziele, wie sie brauchen. Der Teamleiter hat hier gesagt, hey, mit diesen Tools kann ich auch aussagekräftig gegenüber meinem Vorgesetzten sein und mit diesen Tools kann ich auch aussagekräftig sein gegenüber dem Handel. Die technische Publikation. Technische Publikation hat PowerPoint ebenfalls als Tool genutzt, um so effizient wie möglich und effektiv wie möglich zu arbeiten und eine Salesforce-Konsole. Warum eine Konsole? Was meine ich damit? Nun, Salesforce ist Salesforce, aber auch da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Denn nehmen wir unsere Trainingsabteilung, die haben sich eine andere Salesforce-Konsole genommen. Und diese zwei Konsolen sprechen nicht zwangsläufig miteinander. Diese zwei Konsolen können unterschiedliche Zugriffsberechtigungen haben, sodass der eine nicht sieht, was der andere hier unbedingt will. Dann hat sich die Abteilung auch noch MICE als Systemanbieter dazugeholt für Lösungen innerhalb ihres Bereiches. Das nächste Team, der Second Level, diejenigen, die nachhaltig Probleme lösen, die sie aufnehmen vom Handel, vom Field Service aufnehmen, nachhaltig in Problemlösungsprozesse bringen. Die Kollegen haben sich ein eigenes CRM-System gebastelt. Beispielhaft. Und die nehmen Excel, um voranzukommen, um wirklich zu sagen, hey, damit kann ich erreichen, was ich brauche. Und der Field Service. Mein Bereich. Field Service hat ein anderes Tool genommen, PowerPoint genommen. Und ganz wichtig, der Field Service nutzt das System TechConnect. TechConnect ist unser System gegenüber dem Handel. Das ist das technische Dokumentationstool, was unser Händler benutzt, um Publikationen wie Kundendienstmitteilungen, wie Werkstatthandbücher, Betriebshandbücher zu finden, aber auch die Maschinen zu diagnostizieren. Dementsprechend ist es sehr, sehr wichtig, dass der Field Service auch das gleiche Tool nutzt, wie der Händler nutzt, um aussagekräftig sein zu können, um zu wissen, findet derjenige das, was er mich gerade fragt oder nicht. Nun, wie geht es diesen Abteilungsleitern mit den Lösungen, die sie hier geschaffen haben? Hey, die sind super happy. Also, sie wissen, ihr Team arbeitet perfekt, ihr Team arbeitet effizient. Sie haben genau das gefunden, um ihre Lösung zu erreichen. Wenn der Vorgesetzte fragt, kann man direkt antworten und gibt es immer in der gleichen Qualität weiter. Innerhalb der Teams, innerhalb ihres Silos, haben sie herausgefunden, wie sie super zusammenarbeiten können, wie sie super Ziele erreichen können. Was sagt denn das Team dazu? Die Mitarbeiter, die wirklich täglich an den Tools arbeiten, die hier wirklich täglich die Systeme bedienen und täglich versuchen, das Beste zu erreichen. Nun ja, die sehen schon ein bisschen Mauern dazwischen, zwischen den Silos. Die realisieren schon, dass das Salesforce A nicht mit dem Salesforce B unbedingt redet. Die realisieren schon, dass sie auf das CRM-System der anderen Kollegen keinen Zugriff haben. Der Zugriff, den können Sie beantragen, natürlich. Dann gibt es aber den einen oder anderen, der sagt, oh, noch ein System. Jetzt muss ich noch ein System lernen. Vielleicht muss ich mir sogar noch ein Passwort merken. Und Passwort merken. Ich glaube, viele von uns kennen das. Die Excel-Datei auf dem Desktop. Passwörter.xls. Ja. Das ist auch eine Komplikation, die dadurch entsteht. Und ein Tool nur Zugriff zu haben, ich muss es lernen. Ich muss wissen, wie nutze ich es, um nicht die falschen Informationen herauszuziehen. Also was haben die Kollegen gemacht? In der täglichen Arbeitsweise. Die haben sich so ein bisschen ihre Löcher gesucht. Die haben sich so kleine Fenster in die Mauern reingemalt. Sagt, hey, können wir nicht dein PowerPoint mit unserem PowerPoint so ein bisschen verknüpfen? Verlinkungen? Auf den gleichen Laufwerk ablegen? Dass so im Daily Business man die gleichen Informationen halbwegs findet. Sind die glücklich? Sind die so glücklich wie ihr Abteilungsleiter, wie ihr Teamleiter? Naja, die merken, dass es schwieriger ist, mit den anderen Abteilungen zu kommunizieren. Die merken, dass das ein bisschen holprig ist und dass es dann endet in, oh, wir haben so viele Systeme. Warum sind die Systeme nicht vernetzt? Warum können die nicht miteinander reden? Das merken die. Nun, wenn wir über die Abteilungsleiter sprechen, über den Bereich, wie ich es vorhin erwähnt, es gibt das eine Team,
Das ist das Team vorm Handel. Das ist das Team, was da steht, Rede und Antwort steht. Und unserem Handel, was fällt dem ein? Der hat auch noch mehrere Marken. Glücklicherweise noch aus dem eigenen Konzern in dem Fall. Aber der Händler denkt sich doch, hey, ihr seid Echo. Ja? Muss doch das Gleiche sein. Musst du mir doch beantworten können. Nun, dieser eine Kollege ist jetzt vor dem Handel, vor diesem Händler mit mehreren Marken. Vor diesem Handel wegen Fendt-Traktoren. Und da gibt es den Mitarbeiter, der, wie wir sehen, das gleiche Tool benutzt. Er benutzt das gleiche Tool, TechConnect, er nutzt das Tool für den Handel. Super. Wirklich gut. Aber der hat trotzdem eine Frage. Und der hat Kollegen. Die haben auch Fragen. Wer von Ihnen kennt es nicht? Da ist einer vom Hersteller. Den frage ich jetzt. Den frage ich jetzt alles, was ich wissen will vom Hersteller. So ist es. Man achtet nicht darauf, der ist jetzt natürlich nur für den Fachbereich beantwortlich. Da frage ich auch nur zu dem Thema. Nein. Es wird für jeden Bereich wird etwas nachgefragt. Nun, dieser Kollege, der vom Handel ist, der muss Rede und Antwort stehen. Der muss diese Fragen beantworten können. Und er will sie beantworten. Er will für seinen Handel zufrieden sein. Er will seinen Handel zufriedenstellen und will nach Hause gehen und sagen, ich habe meine Arbeit erledigt. Ich bin erfolgreich in dem, was ich tue und ich kann antworten. Natürlich muss man nicht immer jede Antwort wissen. Keiner kann alles wissen. Es reicht ja, wenn man weiß, wo man nachschauen muss. Es reicht ja, wenn man weiß, wie man fragt. In der Theorie richtig. Was bedeutet das nun für diesen einen Mann, der vor dem Handel heute steht? Der muss sagen, hey, ich verspreche euch, ich komme in 2 Wochen wieder und ich gebe euch Antworten. Das verspreche ich euch, weil ich bin für euch da. Ich bin euer Ansprechpartner, ich bin euer Gesicht vom Hersteller. Also geht er zurück. Der geht zurück in die Teams, sagt, ich schaue mal mein eigenes System, was ich dazu finden kann, wie ich die Antworten finden kann. Und da die Antworten jedmögliche Art und Weise waren, fängt er an, durch die Fenster zu schauen, fängt er an, die Verknüpfung zu anderen Systemen zu wählen und hat auch nicht mehr zu allem was. Also muss er auf die Kollegen zugehen. Er muss nachfragen. Und der Kollege ist vielleicht in dem Moment auch gestresst von etwas oder muss unbedingt ein Ziel erreichen. Das heißt, er muss entweder warten, aber er hat ein Versprechen abgegeben gegenüber dem Handel. Gegenüber dem Handel, der jeden Tag für unsere Endkunden da ist, der jeden Tag für die Farmer da ist, für die Farmer, die unsere Nahrungsmittel produzieren. Das heißt, die Brisanz, die Wichtigkeit, das zu erledigen, ist sehr, sehr hoch. Und es ist natürlich sein persönliches Bedürfnis, seinem Versprechen nachzukommen, dies auch wirklich vollumfänglich zu lösen und zu geben. Was macht der Mann? Der geht 2 Wochen später zurück zum Handel, aber selbstverständlich geht er dahin. Zu all den Fragen und sagt, ich habe Antworten. Selbstverständlich habe ich die mitgebracht. Ich habe es euch versprochen, also tue ich das auch. Also in dem System habe ich das und das gefunden. In Excel. Das kann ich euch geben, hier. Habe ich gefunden. In PowerPoint, da habe ich das nächste gefunden. Das kann ich euch aber leider nicht geben, ist intern. Ja, aber ich kann euch die Informationen mitteilen. Im nächsten System habe ich auch was gefunden. Hier ist die Information. Im CRM-System, auch da habe ich nochmal was gefunden. Hier, bitte. Ach und übrigens, in eurem eigenen System habe ich auch eine Lösung gefunden. Lasst mich euch zeigen, wie ihr es das nächste Mal selber findet. Wie ist jetzt das Empfinden vom Handel? Wie ist das Empfinden von dieser Person? Der wird dem gegenüber dem Handel nicht zeigen, dass er ein bisschen frustriert davon ist, wo er jetzt überall nach diesen Informationen suchen musste, welcher Aufwand das war und welche unterschiedliche Kommunikation hinter jedem Einzelnen steht. Das wird er nicht zeigen. Dafür sind die alle stark, jeder gegenüber dem Handel. Dafür tun sie das, was sie tun. Selbstverständlich. Intern, Brücken, sind sie da schon ein bisschen frustriert dazu. Der Handel merkt das nicht zwangsläufig. Aber das Geschmäckle kommt rüber. Das Geschmäckle merkt der Handel. Der merkt, jetzt hat er 2 Wochen gebraucht, die Informationen mir zu geben. Und es ist vielleicht nicht ganz vollumfänglich. Aber es ist zufriedenstellend, mal in erster Linie. Ja. Nun, wie wir gemerkt haben, so richtig zufriedenstellend sind also die Mauern und die Silos nicht.
Zumindest nicht unbedingt für den vom Handel. Also ist derjenige oder dieses Team vom Handel, das sind diejenigen, die sagen, hey, wir müssen irgendwas ändern. Wir müssen effizienter werden. Wir müssen uns besser alignen, wir müssen besser miteinander sprechen. Und seien es die Systeme, die ja miteinander sprechen, was deutlich wichtiger ist, damit wir alle vollumfänglich aussagefähig sind. Das ist die Challenge. Das sind die Silos, die man so merkt. Die Mauer. Was haben wir getan? Ihr sagt, hey, lasst uns doch irgendwie alles in einen Topf schmeißen. Und dann kam Empolis. Mit Empolis Service Express konnten wir genau das erreichen. Wir konnten unsere Informationen, die wir haben, alle zusammen an einem Punkt auffindbar machen. Zu jeder Zeit. Da, wo ich aktuell bin, habe ich alle Informationen von jedem verfügbar. So wie ich sie brauche. Das haben wir hier umgesetzt. Und was bedeutet das nun für den Mann, der vom Handel ist? Der Handler hat nach wie vor die Fragen. Wer ist beim nächsten Händler? Wieder Fragen. Er kann in der Sekunde sagen, hey, ich hab's drauf. Ich habe Antworten. Denn ich habe Empolis Service Express. Ich habe Zugriff auf die Informationen meiner Kollegen. Ich habe Zugriff darauf, zu wissen, was gestern von der Garantieabteilung publiziert wurde. Was wir vor 2 Wochen für ein Training durchgeführt haben. Was in dem Training stand. Ich kann dir, lieber Handel, sogar sagen, was in einer veralteten Betriebsanleitung steht, die wir heute gar nicht mehr haben. Ich kann dir sagen, was in vorhergehenden Versionen stand. Ich kann dir das jetzt hier ad hoc sagen. Der ist der Held. Hey, der ist der Held. Absolut. Der kann sofort antworten. Und der kann die Informationen geben. Und der Handel? Der Handel denkt sich, boah, der technische Kundendienst, die sind aber wirklich, die sind aligned. Die wissen, was sie tun. Da weiß links, was rechts tut, ganz stark. Ganz großes Kino. Ich habe dem Fragen gestellt. Das wusste ich gar nicht, dass das eine Verantwortung ist, aber scheint, als konnte er sie mir beantworten. Ich habe dem Mann, der da vor Ort war, Fragen gestellt. Da wusste ich ganz genau, dass es nicht seine Verantwortung ist. Aber ich habe jetzt eine Antwort gebraucht. Und hey, er konnte mir antworten. Er konnte mir sogar die Dokumentation übergeben. Er konnte mir sagen, wo ich es finde, gegebenenfalls. Das heißt, vom Handel hat das die Lösung gebracht. Nun, kommen wir zurück in unsere Teams. In alle Teams, in alle Fachbereiche. Wie sehen die das? Ja, eine Mauer ist nicht mehr wirklich da. Die Mauer ist nahezu weg. Die Silos, der Gedankengang nur an sich selbst zu denken, ist auch verschwunden. Und selbst die Verknüpfungen braucht es nicht mehr. Denn Empolis Service Express ist der One-Go-To-Punkt, um diese Informationen zu bekommen. Wir haben keine Silos mehr. Aber jede Abteilung bleibt in ihrer gleichen Arbeitsweise. Sie bleiben im Daily Business in genau dem gleichen System. Das heißt, Sie können Ihrem Vorgesetzten in der gleichen Geschwindigkeit die Aussage geben. Sie können Ihrem Abteilungsleiter, jeder kann in der gleichen Qualität, in der gleichen Geschwindigkeit die gleiche Information bekommen. Aber egal, wo einer dieser Kollegen ist oder mit den anderen Kollegen kommunizieren muss, Sie haben Zugriff auf das, was die Mitarbeiter machen. Sie haben Zugriff darauf, zu sehen, was ist der aktuelle Status von einem Projekt einer anderen Abteilung, von einer Publikation, von einer Kundendienstmitteilung. You name it. Suchen Sie was aus. Sie wissen es. Es ist da. Das heißt, deren Zufriedenheit, wie ist die wohl? Hey, die ist super. Die der Abteilungsleiter und Teamleiter? Gigantisch, weil die Arbeitsweise ändert sich nicht. Es bleibt alles beim Alten. Nun hatte ich vorhin den Kollegen erwähnt, noch ein neues System? Oh, da brauche ich ja noch einen Zugang. Ich kann Ihnen sagen, bei uns war das kein Thema. Wir haben Empolis Service Express mit dem Team geteilt, haben dir das gezeigt und es war faszinierend, die Reaktion. Es war direkt, hey, das ist das, was ich gebraucht habe. Gib mir das bitte, sofort, ich brauche es. Das heißt, da gibt es gar keine Hürde zu einem weiteren System, wenn der Mitarbeiter sieht,
dass es ein super Mehrwert für sein Daily Business ist. Wenn der Mitarbeiter realisiert, das hilft mir, dann brauche ich gar nicht mehr so viel zu überzeugen. Denn die Überzeugung macht das System von ganz alleine. Nun, ich habe Ihnen versprochen, dass ich über eine Mauer spreche, die weg muss. Ich hoffe, das haben Sie gesehen, warum die Mauer weg muss. Denn diese Information zu erlangen, diese Information herauszufinden, kann sehr aufwendig sein über mehrere Abteilungen, gegebenenfalls über mehrere Standorte, im Zweifel noch über mehrere Marken oder über mehrere Regionen. Breaking the Silos. Da ist kein Silo-Denken mehr. Denn alle wissen, an einem Punkt sind alle unsere Informationen, alle gemeinsam. Und zu guter Letzt haben wir das richtige Servicewissen zur richtigen Zeit am richtigen Ort auffindbar. Egal wer von diesen Personen, egal wann, egal wo ist, er kann auf Empolis Service Express zugreifen und er hat die Informationen von allen Kollegen und er ist aussagefähig. Sei es mit Gesprächen mit unseren Werken, sei es mit Gesprächen von Lieferanten. Die Informationen sind da. Sie sind zur Verfügung. Für jeden, jederzeit. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das ein bisschen näher bringen. Ich hoffe, dass es für Sie verständlich war und dass Sie auch ganz eindeutig sehen, dass Silos weg müssen und dass es hier mit Empolis Service Express eine super Lösung dafür gibt, das zu machen. Und ich wünsche Ihnen ansonsten noch sehr, sehr viel Spaß auf der Empolis Exchange. Bei Fragen können Sie mich gerne jederzeit fragen. Vielen Dank.